Eigentlich müsste der Finanzminister kommende Woche das fertige Budget vorlegen, so steht es in der Verfassung, und zwar eben dem Parlament. Und so steht es auch noch am Parlamentsfahrplan für Mittwoch. Am Mittwoch und Donnerstag tagt zwar der Nationalrat, aber Josef Breuel wird keine Budgetrede halten, sondern nur einen Zwischenbericht vorlegen. Das Budget ist ja noch gar nicht fertig. Die harten Verhandlungen mit den Ministerien und das Match zwischen Bund und Ländern stehen ja noch bevor. Klaus Bruckmann mit neuen Details. Im Finanzministerium hat man den ambitionierten Plan, das Budget gleich für 3 Jahre zu planen. Wohl nicht ganz zufällig ist die nächste bundesweite Wahl auch erst wieder in 3 Jahren. Auch einen Zusammenhang mit den beiden Landtagswahlen in der Steiermark und in Wien will man nicht sehen. Wahltaktik habe jedenfalls keine Rolle gespielt, heißt es. Doch es gibt leise Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Ich hätte mir das viel früher gewünscht. Ich sage das ganz offen. Auch das sollte klar sein. Mit solchen Hinauszögern kann man keine Wahlen gewinnen und auch die Menschen nicht also für dumm verkaufen. Die Menschen sind sehr, sehr klug und wissen, dass natürlich gespart werden muss. Und also eine Gesellschaft, die immer mehr ausgibt, als sie einnimmt, wird einmal ein Problem kriegen. Dieses Problem haben wir jetzt zusätzlich noch zur Krise. Die Krise hat es verschärft, aber im Grunde genommen ist es ein Strukturproblem. Ein Strukturproblem in der Art und Weise, dass die Politik immer mehr gibt, als sie einnimmt und dann wieder die Bürger zur Kasse bitten muss. Helmut Mödelhammer ist selbst seit bald 25 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Hallwang bei Salzburg. Länder und vor allem Gemeinden haben in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übertragen bekommen. Das verpflichtende Gratis-Kindergartenjahr für 5-Jährige ist für die Gemeinden nicht gratis. Und vor allem die Pflege wird in den kommenden Jahren noch viel Geld kosten. Geld, das Länder und Gemeinden großteils vom Bund bekommen. Eine erste Verhandlungsrunde mit den Ländern hat diese Woche schon stattgefunden. Ehrlich gesagt habe ich schon freundlichere Einladungen zu Verhandlungen bekommen. Wir haben alle miteinander jetzt gut ein Dreivierteljahr gewartet. Was macht der Bund? Der hat sich in Schweigen gehüllt. Auch heute ist die Situation nur unwesentlich klarer. Und es geht doch auch um die Frage, bekommen wir zusätzliche Einnahmen? In welchem Umfang? Wird daran gedacht, Lasten zu den Ländern oder Gemeinden zu verschieben? Hier hätte ich mir schon gewünscht, dass man mit uns offener umgeht. Auch der Verhandlungsauftakt jetzt war nicht unbedingt einer, wo ich sage, wir haben alle Informationen am Tisch, wir reden partnerschaftlich, sondern ein bisschen hat man das Gefühl, soll der Partner überfahren werden. Gleichzeitig wird den Gemeinden und den Ländern vom Bund gesagt, dass sie zu sparen haben. Ist dieses Ziel überhaupt erreichbar? Also ich glaube an dieses Ziel nicht. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer sein wird, dieses Ziel zu erreichen. Denn ich sehe in vielen Bereichen nicht den Handlungsspielraum. Der Finanzminister will Sanktionen gegenüber Ländern und Gemeinden einführen. Jetzt sagt der Tiroler Landeshauptmann Platter, das heißt, dass jemand, der eh schon kein Geld hat, weil er den Budgetrahmen sprengt, dann auch noch gestraft werden soll und zusätzlich das kostet. Ist das für Sie ein realistischer Weg innerhalb eines Staates, dass der Bund Länder bestraft? Also das sind Drohgebärden, denn das erste Land, das der Finanzminister dann belangen müsste, wäre das Land Niederösterreich. Und ich glaube, dass das politische Gewicht des Landeshauptmannes von Niederösterreich größer ist als jenes des Vizekanzlers. Deswegen glaube ich nicht daran, dass diese Drohung umgesetzt wird. Die Grünen sehen bei der Verwaltung noch Einsparungsmöglichkeiten. Wenn noch Potenzial bei den berühmten Verwaltungsreformen drinnen ist, dann vor allem auf Länderebene bzw. in der Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern. Und da ist es halt leider so, dass immer die Landeshauptleute selber quer im Stall stehen. Das ist wirklich eine Blockadepartie, das muss man leider so sagen. Und ich hoffe, dass wir endlich einmal eine Föderalismusdebatte führen in dem Land, die dazu führt, dass die Regionen dort zuständig sind, was sinnvoll ist, aber dass es nicht mehr dazu führt, dass wir für alle möglichen Dinge 9 verschiedene Gesetze und Verordnungen haben. Das muss einfach aufhören. Gleich für die nächsten 3 Jahre soll der Budgetrahmen gelten. Dabei sind nicht einmal noch die Details für das kommende Jahr bekannt. Es gehört einmal endlich geregelt, was im Jahr 2011 auf die Österreicher und Österreicher zukommt. Das wird ein Halloween-Budget werden, weil das kommt ja genau um Allerheiligen. Das birgt bis zu 12 Milliarden Euro zusätzliche Steuern für die nächsten Jahre. Und das ist für mich die große Katastrophe. Nach dem ursprünglichen Plan hätte das Budget am 20. Oktober dem Nationalrat vorgelegt werden sollen. Das wäre auch verfassungskonform gewesen. Doch der Finanzminister spricht stets vom 1. Dezember als Tag seiner Budgetrede. Hier Bilder aus dem Vorjahr. An diesem Tag zieht der Arbeitsplan aber keine Plenarsitzung des Nationalrates vor.
Über die Verspätung zeigt sich die Nationalratspräsidentin unglücklich. Ja, die Verfassung ist die Verfassung und sie ist nicht uminterpretierbar. Und der Artikel 51 sagt eindeutig, dass die Bundesregierung 10 Wochen vor Jahresende einen Entwurf vorzulegen hat. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und auch die Oppositionsparteien spenden diesen Terminplänen der Regierung keinen Applaus. Und bei mir im Studio ist jetzt der Landeshauptmann, Stellvertreter aus Niederösterreich und Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka. Grüß Gott. Hallo, und der Finanzsprecher der SPÖ, Kai-Jan Greiner. Lieber Herr Sobotka, ich möchte mit Ihnen anfangen. 40% der vom Bund eingetriebenen Steuern bekommen die Länder. Trotzdem sagen die Länder jetzt, sie wollen ihren Anteil an neuen Steuern haben. Was wollen Sie da genau? Es sind nur 30%, dass man das also mal im richtigen Lot lässt. Und das sind die steuergemeinschaftlichen Bundesabgaben, die Länder und Gemeinden gemeinsam erhalten. Wir haben 80% unserer Verwaltungsaufgaben für den Bund zu erledigen. Wir finanzieren gewaltige Teile für den Bund vor, vom Katastrophenschutz bis zu den Schulbauten, vor allem im Bereich der Gymnasien. Das heißt, wir brauchen auch das Geld, um die Aufgaben, die uns per Bundesverfassung auch vorgegeben sind, auch erfüllen zu können. Die Gesundheitsfinanzierung, die Sozialfinanzierung. Jetzt wissen wir aber, es gibt diese Zahl 60-40, das heißt sparen 70-30, müssen alle. 70-30, es tut mir leid. Nein, 60-40 hat der Nationalrat beschlossen. Das wäre mir neu, bei der Finanz das ist gleich legt. Das ist in allen Zeitungen gestanden und überall nachzulesen gewesen. Ganz konkret, wo können Sie denn einsparen? Vielleicht ein Angebot an den Herrn Greiner. Das Land Niederösterreich hatte das Budget für das Jahr 2011 schon erledigt und hat dabei als einziges Bundesland nominell auch weniger Geldmittel eingesetzt wie im Jahr 2010. Das heißt, wir nehmen diese Aufgabe, die sich uns stellt, sehr, sehr ernst. Wir haben aber natürlich auch gleichzeitig einen Bedarf aus der Situation heraus, aus diesen doch schwierigen Zeiten 2008, 2009, die Konjunkturpakete auszufinanzieren, die letztendlich auch für die Bevölkerung ganz wesentlich waren, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Herr Greiner, Musterschüler Niederösterreich, sehen Sie das auch so? Und vor allem, sind Sie bereit als Nationalrat zu sagen, okay, die Länder sollen weiter mehr bekommen? Der Herr Staatssekretär Lobatka hat ja gemeint, eventuell ist es auch eine Idee, dass die Länder bei neuen Steuern, sprich bei der Grund- oder bei der Umweltsteuer, das einheben sollen und das auch bekommen sollen. Gute Idee? Nee, der an und für sich von mir sehr geschätzte Landeshauptmann Klaus Gruber hat am Freitag mich schon ein wenig irritiert. Der hat verkürzt gesagt, die Länder sind dabei beim Sparen unter drei Bedingungen. Erstens, sie bekommen mehr Geld. Zweitens, sie müssen nicht sparen. Und drittens, der Bund darf nicht kontrollieren. Und das wird sicher nicht gehen. Ich sage mal, das wird jetzt einfach ein Säbelrasseln sein vor den Verhandlungen. Es ist, glaube ich, es muss dem Bund und dem Land klar sein, dass wir gemeinsam und auch mit den Gemeinden unsere Haushalte in Ordnung bekommen werden müssen. Es wird auf allen Ebenen gespart werden müssen, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, als auch auf Gemeindeebene, wobei man hier natürlich schauen kann, wer kann überhaupt noch sparen, wo gibt es noch Reserven und wo gibt es weniger. Wo kann der Bund sparen? Vielleicht Angebot an den Finanzlandesrat, dass der auch irgendwie was aus der Tasche zieht und sagt, da können wir sparen. Was ist Ihr Angebot? Es gibt eine Reihe von Fragen, wo wir sparen können. Wo halt auch immer beide dabei sind. Es gibt ja konkret, die Frage bei den konkret. Schulen. Ganz konkret bei den Schulen ist es so, dass wir uns im Moment 10 Behörden leisten, 10 Landesgesetze, die Lehrer anstellen, Lehrer verwalten, Pensionen, Überstunden verrechnen und so weiter. Da leisten wir uns im Moment 10 Strukturen dafür. Und jetzt gibt es 2 Vorschläge. Der Landeshauptmann Pröll hat vorgeschlagen, reduzieren wir doch diese 10 auf 9, was zweifellos eine Einsparung ist. Und die Bundesministerin Schmidt hat vorgeschlagen, reduzieren wir doch diese 10 auf eine Stelle. Und ich glaube, es kann sich jeder überlegen und sich jeder selber ein Bild machen, was jetzt die bessere Variante ist vom Einsparen. Also Sie wollen natürlich den Vorschlag Schmidt? Ja, natürlich, das ist ja logisch. An und für sich gilt ja, wer zahlt, schafft an. Ja, das ist ein Spruch, der gilt, das wissen alle, wer zahlt, schafft an. Das gilt aber nicht bei den Schulen, weil da zahlt ja bekanntlich der Bund. Und die Länder wollen jetzt ganz alleine anschaffen, nämlich allen voran, eben Landeshauptmann Erwin Bröll. Die Eltern wollen das auch nicht und die Schüler wollen das auch nicht. Das muss man etwas klarstellen. 90% der Schulden, sehen wir jetzt leider nicht, lieber Herr Sobotka. Hat der Bund und 10% der Schuldenlast tragen die Länder, die Gemeinden und die Sozialversicherungen. Dass man mal sieht, das Gewicht. Aber ich möchte ja hier einigen, wir wollen ja für unsere Bürgerinnen und Bürger Lösungen und nicht einen Konkurrenzkampf zwischen Ländern und Bund. Machen Sie einen konkreten Vorschlag, wo das Land Niederösterreich sagen kann, ja, wir haben eine Idee, da sparen wir. Diese Situation alleine zeigt, wer schon sparsam umgeht und wer nicht sparsam umgeht mit seinen Geldmitteln. Das ist das Erste.
Wir haben 70% der Mittel für den Bund und 30% für die Länder. Wir machen 10% der Schulden und der Bund 90% etwa. Und dadurch zeigt sich, dass die Länder, weil sie näher beim Bürger sind, natürlich auch effizienter und sparsamer mit den Mitteln umgehen. Das ist keine besondere Erkenntnis. Das ist in der Industrie genauso das Gleiche. Können Sie, apropos Industrie, gutes Stichwort. Der Präsident der Industriellen Vereinigung hat jetzt gesagt, okay, die Konjunktur ist jetzt besser, als alle gedacht haben, die Steuereinnahmen wären höher, aber bitte unbedingt aufpassen, diese Steuereinnahmen unbedingt zweckgebunden für Universitäten und für Forschung verwenden. Ist dies das ein Vorschlag, wo Sie beide sagen, da können Sie damit leben? Das ist ein guter Vorschlag? Also ich sage prinzipiell, weil die Konjunktur jetzt besser funktioniert, sollten wir nicht sagen, jetzt verzichten wir auf mehr Gerechtigkeit bei Steuereinnahmen. Das wollen wir nach wie vor, dass Stiftungen, Millionäre und so weiter einen gerechten Beitrag leisten. Ich möchte es bei der Uni, bei der Forschung zweckgebunden. Ja. Und ich glaube auch, dass wir unsere ausgabenseitigen Aufgaben deswegen jetzt nicht auf die lange Bank schieben dürfen, sondern auch weiterschauen müssen, wie wir in der Verwaltung einsparen können. Und zusätzliches Geld bin ich jedenfalls dafür, dass wir das dort investieren, wo es notwendig ist, nämlich in zum Beispiel nicht nur, ich würde jetzt Bildung, ja, natürlich, aber ich würde auch zum Beispiel thermische Sanierung und andere Aufgaben auch sehen, die ganz wichtig sind, wo wir zusätzliches Geld verwenden können, aber jedenfalls nicht verzichten auf Gerechtigkeit und auf unsere Ausgabenreform bei der Verwaltungsreform. Verwaltungsreform, das ist überhaupt das Unwort der Jahrzehnte, weil wir wissen alle, die gibt es ja nach wie vor nicht, aber bleiben wir noch kurz, also Bildung, ja, sagt Herr Greiner, Bildung und Forschung sagen Sie auch, ja, das heißt, da haben Sie einen Konsens. Da zeigt ja auch Niederösterreich, ob das von East Klosterneuburg bis Tulln und Krems geht, dass wir da hier sehr investieren wollen. Das ist gar keine Frage. Auch in der Bildung. Aber in der Bildung geht es auch um eine Gerechtigkeit, um eine Fairness, dass wir die Struktur einer ländlichen Region nicht vergleichen können mit einer urbanen Struktur, dass wir die auch erhalten müssen. Es macht keinen Sinn, Kinder über 40 Kilometer in die Schule zu führen, dabei ländliche Räume komplett auszuräumen und damit letztendlich wirklich eine Ungleichheit zu schaffen. Ja. Wenn die Verantwortung beim Land ist, bei der Nähe zum Bürger, dann wird es auch klar, dass dort auch dementsprechende Schulen eingerichtet werden. Und das ist eigentlich das Ziel des Landeshauptmanns. Nichts anderes. Eine Organisationsreform. Lieber Herr Sobotka, ohne dass ich jetzt wirklich nachgerechnet habe, aber Sie sind ganz im Plus mit den Wortmeldungen. Daher noch eine kurze Frage an den Herrn Greiner, ganz kurze Antwort. Glauben Sie letztendlich, wird es nächsten Sonntag tatsächlich schon die Klausur geben der Regierung, weil das Budget im Grunde fertig ist? Ich glaube jedenfalls, dass wir ein Budget haben werden, spätestens mit 1. Dezember. Ich wollte nur zum Herrn Sobotka sagen, nein, es ist jetzt die Zeit leider am Ende. Also Sie meinen, ein Problem mit Budget wundert mich nicht. Wenn ich eine Milliarde verspekuliere, habe ich natürlich ein Problem. Das machen Sie sich dann bitte ein andermal aus, meine Lieben. Schluss. Unsere Zuseherinnen und Zuseher haben einen guten Eindruck sich, glaube ich, machen können. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und bleiben Sie doch